Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Valorant, wir im Überlebensmodus. Wir sind derzeit hier irgendwo in der Falle und müssen uns hier irgendwie durcharbeiten. Ich weiß nicht, was jetzt auf uns lauert. Wird nichts Gutes sein. Ach doch. Es ist was Gutes. Auch mal. Jawohl. Geschafft. Ja, Millimeterpatronen sind immer gut. Kapitänsmütze ist immer gut. Yay! Du kannst das ein bisschen zu gut. Eifersüchtig. Mach weiter! Scheißegal, was du tust! Die Feuerprobe bestanden wir sowieso alle! Hahaha, Scherzkeks. Das Opfer erlebt noch, aber keine Angst! Die Feuerprobe hat doch eine Menge auf Lager! Ja, total. Was ist hier? Wir hätten hier einfach hochfliegen können. Lol. Gut, kann man nicht wissen. Ich kann dich sehen. Kannst auch einfach auslösen. Weil ich's kann. So, und wir werden uns was zu trinken einziehen. Ich habe mir nichts zu trinken mitgebracht, ne? Egal. Lockup failed. Ja, schön. Alles ist kaputt hier im Spiel. Wuhu. So, ich frage mich, ob ich das Spiel nicht irgendwie einfach resetten kann, sodass keine Mods installiert sind und ich dann einfach die Mods installiere. Mal gucken. Zeit für eine Entscheidung. Alle Türen führen zum Tod. Manche etwas langsamer als andere. Also mal sehen. Der wurde im Mund aufgespießt, der auch. Ja. Aber die beiden sehen sich verdammt ähnlich. Was war denn da drin? Will mich verarschen oder was? Scherzkicks. Oh Gott! Granaten! Okay. Ja, coole Nummer. Jetzt haben wir wenigstens überall reingeguckt und wie bist du denn gekommen? Wir wissen, ich kann gute Entscheidungen treffen. Das ist schon mal sehr gut. Aber was passiert jetzt? Oh, hi. Hast du was für mich? Red Eggs. Red Away. Dies und das. Was? Ist das Diverses? Was zum Teufel ist dies und das? Hab ich nicht aufgepasst. Dies und das. Hab mein ganzes Jet verbraucht. Stecke in so einer scheiß Falle fest. Schreiben ist Mist. Werde das ganze Red Eggs hier nehmen und in Ohnmacht fallen. Niemand ist so dumm, mich hierher zu verfolgen. Ich glaube, dieser Harvey hat mich angelogen. Tja, Corin, wo ist das Leben? Hoffentlich hat sie Redaway dabei, denn unser kleines Opfer wird gleich geröstet wie ein Eichhörnchen am Stiel. Wenn du wüsstest, wie scheißegal mir dieses Red ist, kann mich jederzeit heilen. Tut mir zwar ein bisschen weh, aber egal. Ach ne, das war ja nur in Far Harbor so, ne? Was haben wir denn hier drin? Ist das ein Schlüssel? Ah, schade. Wir haben einen rostigen Schlüssel gefunden. Mal gucken, wozu der gut ist. Alter, jetzt komm! Steck ihn doch einfach in dieses scheiß Schloss! Das wär's. Eine Lötlampe. Naja, ein Schlüssel war hier auf jeden Fall schon mal gut. Und wir müssen durch diese Tür, die wahrscheinlich verschlossen ist. Gut, das hätte man erahnen können. Sind wir frei? Wir sehen die Freiheit. Aber ich renne da jetzt nicht raus. Da kommt jemand, er ist ganz schön tough wie. Doch die Feuerprobe ist doch lange nicht vorbei.
Wollen die mich rekrutieren? Ist das möglich? Liegt da ein Zettel? Ist das möglich? Ist das ein Fake? Ist das möglich? Zugangstunnel von Nuka-Cola World. Also bisher muss ich sagen, spannend und nicht schlecht. Doch was wird daraus? Schützturmsteuerung. Ah. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich kann zwar kaum was sehen, aber wir kriegen das hin. Ich muss dieses Problem auf jeden Fall lösen, demnächst irgendwie. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Das kam einfach so, als ich die Mods deinstalliert habe. Ja. Zero und seine Logik. Ich sehe hier nichts. Okay, wir müssen auf unser Glück vertrauen. Also. Ah, ich habe Glück, Turmsteuerung. Aktivieren? Warum soll ich das aktivieren? Ich dachte, ich deaktiviere irgendwelche Türme. Ich glaube, die schießen schon. Hundefutter in Dosen. Ah, ich kann hier schlafen, aber ich bin ja nicht müde. Na gut. Ja, die schießen fröhlich vor sich hin. Mach weiter! Scheißegal, was du tust! Die Feuerprobe erstattet dir sowieso alle! Na, du? Bin ich da rückt oder hat unser Opfer etwas gegen ein bisschen Spaß? Wieso habe ich diese Türme aktiviert? Was war das? Was ist denn das für eine Scheiße? Scheiße. Hä? Wieso haben wir sie aktiviert? Deaktivieren, Alter. Was ist denn los? Hä? Du willst mir jetzt allen Ernstes sagen, dass ich das Ding gehackt habe, um Türme zu aktivieren, die mich töten wollen? Das ist nicht dein Ernst. Komm schon, Opfer, solange wir noch jung sind. Ja, lass mich hier erstmal alles looten, ja? Das ist quasi Gold, was du mir hinterlassen hast. Dafür danke ich dir auf jeden Fall sehr. Idiot. Hast mich reich gemacht. Vor allem, was der für Ressourcen ausgegeben hat, um mich zu töten. Dabei plündere ich ihn jetzt. Eigentlich ist er das Opfer. Also theoretisch. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Nö. Okay. Was jetzt? Eine Platine. Oh, Schlüssel zum Nuka-Cola World Lagerraum. Ist das Lagerraum? Ja, wow, das war jetzt aber wirklich schwer. Damit haben wir alle nicht gerechnet. Ach Mann. Aus dem Weg, Mann. Sei nicht so fett. Wo sind sie? Ich wollte gerade sagen, wo sind die normalen Gegner, aber ich glaube, hier sind welche. Aber ich höre jemanden reden. Alter, ich will das Zeug mitnehmen. Hunde? Sind das Hunde? Ich weiß nicht, was es ist. Es sind Nacktmulle. Nackte Ratten. Du bist explodiert? Achso, ja, meine Fähigkeit. Meine Perks. Hä? Warum sind die eingesperrt? Da ist nicht mal ein Weg durch. Die wollen mich hier verarschen. Das ist ein Troll-DLC. Anders kann ich mir das nicht erklären. Cool. Jungs, was ist los mit euch?
Gibt's hier was Besonderes? Wow, eine 44er. Oh mein Gott. Das hat sich hier voll gelohnt. Aber, ups. Im Schleichen löse ich keine Fallen aus, habe ich gerade gemerkt. Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben wir vor Langeweile. Halt die Fresse da oben. Private Tyler, persönliche Aufzeichnung. Wo haben wir dich denn? Hm? Hä? Hä? Da stand doch Private Tyler, oder nicht? Bin ich jetzt blöd? Und warum kann man nicht nach Datum des Einsammelns sortieren? Das ist ein Troll, Daisy. Ja, dann halt nicht. Es ist mir doch Wumpe, was der sagt. Wahrscheinlich sagt er einfach nur, ja, ich hab mich verlaufen, hab mich schlafen gelegt. Oh, ich bin tot. Dann halt nicht. Komm, leck mich. Ganz ehrlich. Oh. Cool. Danke, Fusionskenne. Oh, scheiße. Meine Fusionskenne liegen lassen. Zu Hause. Ja, das ist... das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir müssen ein bisschen sparsam sein. Verdammt. Wir finden hier eigene Animatronik-Alien. Ich dachte, das wäre eine Maske für mich. Gib mir einen Fusionskern, Mann. Alter, sei nicht so fett. Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben wir vor Langeweile. Ja, ich muss mich langsam bewegen. Ich habe keine Kerne mit eingesammelt. Und ich weiß nicht, wann ich zurückkomme oder wie ich zurückkomme. Und ich will meine Rüstung nicht liegen lassen. Da ist ein Fusionskern drin. Hui! Zeit für etwas Gefahr! Mal sehen, ob er überlebt, was als nächstes kommt! Meinst du das Ding? Das ist das, was du meinst? Wie doof bist du denn? Dass für mich das aufhalten könnte. Ich glaube nicht, dass er das meinte. Oh. Mehr Fusionskerne, bitte. Oh, wie konnte ich meine Fusionskerne vergessen? Ich habe es gerade erst gecheckt. Ja. Na, hoffentlich finden wir hier genug. Wegen den Minen machst du hier so einen Aufriss? Ganz ehrlich, das ist freie Ware für mich. Ich kann sie nicht mal beim Schleichen auslösen. Das Schöne ist, wenn eine ausgelöst wird... Ich hoffe, du schleichst. Dann explodieren die ganzen Autos. Ich vertraue meinem Kompane nicht. Ich glaube, der wird Scheiße bauen. Herrgott, wer foltert hier wen? Mach schneller, Opfer! Ich bin beschäftigt. Oh, der lebt ja noch. Linke Weltraumlesehand, auch cool. Soll das ein Witz sein? Ich wusste, dass da Geschütztürme fehlen. Weißt du, wenn sich die Zuschauer langweilen, dann weil ihr so eine scheiß Aktion hier reißt, die mich nicht umbringen kann. Wollt zwar sagen, was mich hier umbringt, macht mich nur stärker. Aber es bringt mich halt nicht um. Was eigentlich doch schon irgendwo logisch ist dann. Noch eine Mine. Ach, ist das schön. Kann ich gut gebrauchen.
falls mal was passiert. Na, du bist sowieso zu fett. Ich habe aber Angst, loszulaufen, falls ich eine Mine vergessen habe. Das sieht doch aus, als wäre da eine Mine. Ja, das ist auch eine Mine. Kommst du auch noch mit mir? Easy going, Alter. Ich hab schon schneller gepackt. Haha, rechter Arschgesicht. Hoffentlich vergisst ihr nicht die Lokale zu füttern. Easy. Wo ist der Rest? Keine Ahnung. Ha, getroffen. Ich sammle jetzt die Eier ein und habe sogar noch was zu essen. Also ich muss sagen, du bist echt freundlich. Ich wurde noch nie so freundlich empfangen. Nice. Na gut, gehen wir weiter. Noch mehr Eiers. Ich hasse diese Dinger, ne? Ja, explodieren auch noch mehr. Ich hab schon schnellere Packramen gesehen als die Stopper. Lass mich in Ruhe. Ich hasse die kleinen Viecher. Treff sie nicht. Alter, ist das dein Ernst? Ich hasse dich. Ich treff nicht! Ist Viecher. Na ja, komm, das Fleisch kannst du behalten. Und hier war die Tür? Ja. Okay, was erwartet mich jetzt schon wieder? Eine Bowlingkugel. Können wir gut gebrauchen. Ich gebe zu, das habe ich nicht gesehen. Ich kann auch nicht alles sehen. Was zum Teufel? Ich habe schon schnellere Packramen gesehen als die Stopper. Tja, soll ich dir mal was sagen? Warum die anderen gestorben sind? Weil sie hier durchgelaufen sind. Das ist das, was ich nicht tun werde. Habe ich mich erschrocken. Oh, Level up, danke. Gratis Erfahrung, gratis Stuff. Was will man mehr? Ich werde hier beschenkt. Ich werde hier einfach beschenkt. Und das kann ich dazu nicht sagen. Ich finde das nett von denen. Da glaubt wohl jemand schlau zu sein. Zeit für die harte Realität. Mal sehen, ob unser Opfer das Gas ausschaltet, bevor es ihn ausschaltet. Mit einem Ventil lässt sich dieser Gasstrom nicht ab. Ja, ja, red du erstmal weiter. Ach komm! Ich bin sehr froh, dass ich meinen Dietrich wenigstens mitgenommen habe. Dankeschön. So, das ist das nächste Ventil. Du verschwendest Zeit, Opfer! Du verschwendest Zeit! Holy shit! Ich wollte gerade sagen, warum springt er durch die Gegend? Oh! Schlüssel für eine Coca-Cola. Und der ist da drin? Habt ihr doch gesagt, die Ventile bringen nicht. Und jeder Stau wäre immer noch am Gas erstickt. Oh, wie groß warst du denn? Was zum Teufel, dann komm einfach mal mehr raus. Ja.
Legendäre Red-Kakerlake. Metallrüstung. Was auch sonst. Man könnte einem auch eine Waffe schenken, aber nein. Will ich überhaupt noch leben? Gut nicht. Was haben wir denn jetzt bekommen? Hast du mir leider nicht gemerkt. Gucken hier einmal kurz durch. Wenn ich es nicht finde, ist auch egal. Safe-Kombination. Persönliche Aufzeichnung, war das das? Ha! Willkommen zurück, Private Tyler. Eintrag 1. Ich habe keine Lust mehr auf diese Gunner. Ich muss hier weg. Klar, am Anfang hat es Spaß gemacht und war auch spannend. Aber mittlerweile bin ich älter und will nicht mehr ständig Angst um mein Leben haben. Ich will einfach nur raus hier. Vielleicht verstecke ich mich eine Zeit lang in Good Neighbor oder versuche nach Diamond City zu kommen. An irgendeinen Ort, an dem ich wenigstens in Ruhe schlafen kann. Da konntest du offensichtlich nicht in Ruhe schlafen und ich weiß, dass wir ein Level up haben. Eintrag 2. Heute Morgen habe ich erfahren, dass Sarge gestern Nacht Davis hat töten lassen. Hab gehört, das wäre wegen irgendeines frechen Kommentars vorgestern gewesen. Was natürlich Quatsch ist. Genau aus diesem Grund muss ich hier weg. Ich darf dieses Holoband nicht aus der Hand geben. Die würden mich auf der Stelle erschießen, wenn sie herausfinden, dass ich verschwinden will. Eintrag 3. Morgen steht eine Erkundungsmission an und ich weiß, dass es ein Feuerwerk geben wird. Es sind so viele Berichte über Supermutanten reingekommen, dass wir garantiert auf welche stoßen werden. Wenn ein Kampf ausbricht, könnte das meine Chance sein, mich zu verdünnisieren. Sie werden davon ausgehen, dass ich gefangen genommen wurde und es sich nicht lohnt, mich zu befreien. Eintrag 4. Ja, Mann, ich bin raus. Ich habe mich in einem runtergekommenen Gebäude ganz im Westen des Commonwealth versteckt. Ich warte, bis es dunkel wird, dann geht es weiter. Vielleicht bleibe ich sogar ein paar Tage hier, um zu sehen, was ich noch bergen kann. Ich muss nur auf jeden Fall einen Weg festlegen, der mich an den Gunner-Gebiet vorbeiführt. Eintrag 5. Verdammt, ein paar wilde Ghule haben mich viel weiter nach Westen getrieben, als ich es wollte. Wenigstens ist die Gefahr gering, Leute aus meiner alten Mannschaft zu treffen. Hier sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich könnte ein paar anständige Verteidigungsanlagen errichten. Scheiße, ich habe was gehört. Ich dachte, der Ort sei verlassen, aber es klingt, als würde jemand um Hilfe rufen. Ich glaube, ich schaue mir das mal an. Okay. Wir wissen, was passiert ist. Der hat ihn einfach hingelockt und dann hierher gebracht und ist gestorben. Keine Ahnung. Ich konnte leider nicht sehr schnell reagieren. Büroschlüssel von, hast du nicht gesehen? Nö, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich muss hier gerade mein Leben retten, das irgendwie nicht funktioniert. Oh. Pferde. Dann knacken wir das doch mal. Ha, hier kann ich wenigstens was sehen. Zack. Und dann sehen wir mal wieder, Experte ist wesentlich einfacher. Was wir gleich wahrscheinlich sehen werden, dass es nicht ist. Weil wenn ich etwas sage, dann ist es manchmal das Gegenteil. Ja, aber eigentlich immer. Eigentlich immer. Ich sag easy, all meine Pokémon sterben. Ich sag hey, das überlebe ich. Ich sterbe. Das kennen wir doch. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Schön. Lol. Turbinenstatus überprüfen. Abgeschaltet, abgeschaltet. Juhu. Generatorstatus überprüfen. Sind derzeit abgeschaltet. Kondensator überprüfen. Wasser unterhalb, das hast du nicht gesehen. An alle Mitarbeiter. An alle Mitarbeiter der Servicestation. Es wurde uns mitgeteilt, dass einige Mitarbeiter der Nachtschicht den Park nach Betriebsschluss zu Vergnügungszwecken betreten haben. Dies ist streng verboten und wird zu einer fristlosen Kündigung führen, falls es noch einmal geschieht. Personen, die den Park nach Betriebsschluss zum Arbeiten betreten, müssen die erforderlichen Unterlagen einreichen, sowie vollständig bekleidet und nüchtern sein. Die Firmenleitung. Und nüchtern sein ist auch gut. Wir öffnen. Ja, ja, dankeschön. Easy.
So, Freunde, was kommt jetzt? Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben wir vor Langeweile. Nuka World Wartungshäuschen. Freunde, ich bin gespannt, was da passiert. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Haut rein, euer Zero. Ich bin krank. Scheiße. Tschüss.